Was ist Journalismus? Die Süddeutsche mit Sicherheit größtenteils. Aber auch das, was in der Bild steht. Und das und das und das und das. Herzlich willkommen zur ersten Folge der Einführung in die Journalistik. Mein Name ist Klaus Meyer. Ich lehre Journalistik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Diese Einführung haben wir in erster Linie für meine Studierenden produziert, für die Einführung in die Journalistik im ersten Semester. Aber ich denke, sie ist auch interessant für Studierende von anderen Hochschulen und ich würde mich freuen, wenn ich auch Menschen erreiche, die generell an einer wissenschaftlichen Analyse des Journalismus interessiert sind. Das Journalistikstudium enthält selbstverständlich auch Einführungen und intensive Übungen zum praktischen Handwerk des Journalismus. Darum geht es hier nicht, sondern hier geht es um einen wissenschaftlichen, forschenden, analytischen Blick auf Journalismus. Unsere Themen in der ersten Folge: Was ist Journalismus? Was ist Journalistik? Und was müssen Journalistinnen und Journalisten können? Es geht also um eine Bestimmung, womit wir uns in dieser Vorlesung überhaupt beschäftigen. Und es geht um die Frage der Ausbildung und der Kompetenzen von Journalistinnen und Journalisten. In meiner Vorlesung orientiere ich mich an meinem Lehrbuch Journalistik, wo Sie alles vertiefen und nachlesen können. Heute geht es um die Kapitel 1.1 und 6.2. Zu Beginn dieser Folge haben wir es bereits gesehen an einigen Beispielen. Die Massenmedien bieten vielfältige Formen öffentlicher Kommunikation. Sie gleichen einer Bühne, auf der vieles gespielt wird. Hier sehen wir etliche Kernbereiche massenmedialer Kommunikation. Neben Journalismus, Unterhaltung, Bildung, die Kommunikation der Nutzer wird häufig als User-Generated Content bezeichnet, daneben auch Werbung und Public Relations. Wo ich Linien eingezeichnet habe, gibt es stärkere Verbindungen zum Journalismus, bei den anderen weniger. Im Bildungsbereich ist es zum Beispiel so, dass die Inhalte aktuell werden, also journalistisch relevant werden, wenn gerade eine Pandemie grassiert oder wir über die Klimakrise diskutieren. Andere Bildungsbereiche wie Schulungsvideos auf YouTube oder Schulbücher sind nicht Journalismus, weil sie eben zeitlich nicht aktuell sind. Ist jetzt die Bild-Zeitung Journalismus? Eine ähnliche Verbindung gibt es zwischen Journalismus und Unterhaltung. Einige journalistische Beiträge sind unterhaltend aufbereitet, aber dennoch informativ. In der Bild-Zeitung gibt es aber schon Beiträge, die rein unterhaltend relevant sind und eben nicht der Information dienen. In Boulevardmedien gibt es zudem auch Beiträge, die übertrieben oder verzerrt dargestellt sind, die also einer Faktenüberprüfung nicht standhalten. Fiktionale, also erfundene Geschichten sind kein Journalismus, auch wenn sie häufig so tun, als ob, wie zum Beispiel im Reality-TV. Müssten wir für jedes mediale Format entscheiden, ob es sich um Journalismus handelt oder nicht, wir würden mit Sicherheit viel streiten. Wissenschaft definiert zentrale Begriffe über einen Theoriebezug, also einen Erklärungsanspruch. Unser Erklärungsanspruch war jetzt die Frage, wie man Journalismus von anderen Medieninhalten und Medienaktivitäten unterscheiden kann. Dabei sind wir schon auf drei zentrale Eigenschaften gekommen: Neuigkeit, Relevanz und Faktizität. Die Themen, welche der Journalismus aufgreift, haben also drei Eigenschaften, welche gemeinsam den Begriff der Aktualität kennzeichnen. Neuigkeit. Ereignisse, die der Journalismus aufgreift, sind häufig nur Sekunden, Minuten oder Tage zurück, je nach Erscheinungsintervall, also je nach Periodizität des Mediums. Bei Live-Berichterstattung ist das sogar gleichzeitig. Aber auch Themen, die keinen aktuellen Bezug haben, werden aktualisiert. Es wird also ein Gegenwartsbezug hergestellt. Faktizität. Es handelt sich um tatsächliche Ereignisse und nicht um Fiktionen. Die Regeln des Journalismus sehen Faktenüberprüfungen vor. Diese Faktizität stellt den Quellenbezug des Journalismus her. Relevanz. Die Themen des Journalismus sind wichtig für die Zielgruppe des Mediums, mitunter sogar für die ganze Gesellschaft. Das heißt, sie beziehen sich auf die augenblicklichen Informationsinteressen des Publikums. Die Relevanz stellt damit den Publikums- und Gesellschaftsbezug des Journalismus her. Damit sind wir schon bei der ersten Definition. Journalismus recherchiert, selektiert und präsentiert Themen, die aktuell
also neu, faktisch und relevant sind. Er stellt Öffentlichkeit her, indem er die Gesellschaft beobachtet und diese Beobachtungen über Medien einem Massenpublikum zur Verfügung stellt und dadurch eine gemeinsame Medienrealität konstruiert. Diese konstruierte Medienrealität bietet Orientierung in einer komplexen Welt. Journalismus konstruiert eine Wirklichkeit. Also ich weiß nicht, ob man dieser Wirklichkeit dann tatsächlich trauen und vertrauen kann. Ja, Journalismus konstruiert eine Medienrealität, die nicht automatisch so da ist. Die moderne Gesellschaft braucht eine solche Medienrealität, um sich schnell verständigen zu können, um diskussions- und handlungsfähig zu sein. Die Gesellschaft vertraut auf diese Art von Realität bei aller Skepsis, ob das alles denn richtig und wichtig ist, was wir zu lesen, hören und sehen bekommen. Journalismus ist ein Vertrauensgut. Wir vertrauen darauf, dass die Journalistinnen und Journalisten richtig recherchiert haben und dass sie das Relevante ausgewählt haben. Auf diese Vertrauenserwartungen hat der Journalismus mit der Ausbildung professioneller Routinen, den professionellen Arbeitsweisen, reagiert. Die Selektionskriterien können mit den Nachrichtenfaktoren beschrieben werden und die Kriterien der Faktenüberprüfung beruhen auf den professionellen Regeln der Recherche. Journalismus würde seine Orientierungsleistung nicht erfüllen können, wenn er beliebig vorginge. Wir werden auf diese journalistischen Routinen in einer späteren Folge noch ausführlich zu sprechen kommen. Am besten kann Journalismus diese Erwartungen an ihn doch erfüllen, wenn er unabhängig und neutral berichtet. Aber ist Journalismus immer unabhängig? Journalismus unterliegt doch politischen und wirtschaftlichen Interessen. Tja, damit sind wir schon mitten in der Debatte um die Abhängigkeiten, um die Ideale und um die Qualität des Journalismus, die wir später in einer späteren Folge noch vertiefen werden. Einleitend sei darauf verwiesen, dass sich zur deskriptiven Frage, was ist Journalismus, auch eine normative Frage gesellt, nämlich was soll Journalismus? Der Journalismus gilt als Schlüsselberuf für die Demokratie. Er stellt Öffentlichkeit her und soll Transparenz in die gesellschaftlichen Verhältnisse bringen. Journalismus gehört zur Demokratie wie Wasser zum Leben. Wenn wir das so formulieren, dann handelt es sich um eine normative Theorie, die beschreibt, was Journalismus idealerweise ausmacht, was er sein soll. Die Leistungen für die Demokratie kann er nur erfüllen, wenn er folgenden Idealen möglichst nahe kommt. Erstens, zu den Kernaufgaben des Journalismus gehört die Information. Journalismus soll so breit wie möglich informieren, also eine möglichst große Themen- und Meinungsvielfalt bieten. Zweitens, weitere Aufgaben sind Kritik und Kontrolle. Die moderne Demokratie ist durch die Gewaltenteilung gekennzeichnet, durch Checks and Balances. Besser ist vielleicht der Begriff Macht, weil Gewalt übt der Journalismus, physische Gewalt übt der Journalismus ja nicht aus. Die staatlichen Mächte sollen sich also gegenseitig kontrollieren, aber wer kontrolliert Exekutive, Legislative, Judikative? Das ist dann eben die vierte Macht im Staat, das ist eben der Journalismus. Er soll Missstände aufdecken, er soll Machtmissbrauch aufdecken und er soll auf Willkür auch zum Beispiel hinweisen. Drittens. In der digitalen Medienwelt hat ein Demokratieverständnis zugenommen, das auf Beteiligung möglichst vieler Menschen zielt. Journalismus sollte also viele Stimmen einbeziehen, die nicht aus dem Lager politischer Parteien kommen. Zu Kritik und Kontrolle kommt hier also ein Verständnis, eine grundsätzliche Perspektive, dass die Zivilgesellschaft, dass viele Menschen auch Lösungen, Perspektiven aufzeigen sollen, wie wir mit gesellschaftlichen Herausforderungen umgehen. Durch diese drei Aspekte, durch Information, Kritik und Kontrolle und die Ermöglichung von Beteiligung und Perspektive, arbeitet Journalismus an der Meinungsbildung mit. Also, um das alles leisten zu können, braucht Journalismus doch Unabhängigkeit. Ja, definitiv. Die journalistische Unabhängigkeit gilt als wesentliches Merkmal journalistischer Professionalität. Journalistinnen und Journalisten können ihre öffentliche Aufgabe nur erfüllen, wenn sie unabhängig von privaten oder wirtschaftlichen Interessen Dritter oder auch unabhängig von persönlichen wirtschaftlichen Interessen arbeiten können. Das ist zum Beispiel gesetzlich verankert in den Landespressegesetzen, in dem Gebot der Trennung von redaktionellen Inhalten und Werbung. Das ist aber auch
zum Beispiel berufsethisch formuliert im Pressekodex. Verleger, Redaktionen, Verantwortliche in den Medien sollen dafür sorgen, dass Journalistinnen und Journalisten unabhängig arbeiten können. So entsteht letztlich auch Vertrauen oder durch den Anschein von Abhängigkeit wird Vertrauen zerstört. Eigentlich haben doch alle Stimmen im Internet und in Social Media ein Eigeninteresse. Kann man sagen, dass Journalismus die einzige Stimme in dieser Vielzahl an Stimmen ist, die nicht im eigenen Auftrag, sondern im Auftrag der Gesellschaft oder im Auftrag des Publikums unterwegs ist? Ja, das ist der Idealfall. Immer wenn Journalismus andere Interessen vertritt oder auch nur politisch oder wirtschaftlich beeinflusst wird, ist dieses Ideal verletzt. Daran muss sich Journalismus messen lassen. Aber über mögliche Einflüsse und Abhängigkeiten werden wir in späteren Folgen dieser Reihe noch näher sprechen. Und das ist die zweite Leitfrage für heute. Was ist Journalistik? Journalistik ist pragmatisch formuliert nichts anderes als die Wissenschaft vom Journalismus. Die Journalistik entwickelte sich vor ungefähr 50 Jahren als Teildisziplin aus der Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Etwas pauschal formuliert kann man sagen, dass die Journalistik aus zwei Bereichen besteht, die natürlich eng miteinander verbunden sind. Das Studiengangmodell und der Forschungszweig. Die Studiengänge Journalistik haben als Vorbild die USA. Dort gibt es mehr als 100 Journalistikstudiengänge schon seit vielen Jahrzehnten. Sie wurden schon vor mehr als 100 Jahren gegründet. Das Ziel von Journalistikstudiengängen ist es, dass man die Kompetenzen, das, was Journalistinnen und Journalisten können müssen, ganzheitlich in einem Studiengang verbindet und vermittelt, also die Theorie und Praxis des Journalismus. Die Journalistik als Forschungszweig analysiert und erforscht den Gegenstand Journalismus, also die Regeln und Arbeitsweisen des Journalismus, was er leistet, wie er wirkt und unter welchen Bedingungen er dies tut. Eine integrierende Perspektive nimmt die Journalistik als berufsorientierte Wissenschaft ein. Sie hat dann ein ähnliches Verhältnis zum Journalismus wie die Medizin zum Arztberuf. Das heißt, die Journalismusforschung greift dann Probleme der Praxis auf und stellt nützliche und zutreffende Erkenntnisse bereit, mit denen der Journalismus sich auch innovativ weiterentwickeln kann. Aber muss man die Journalismusforschung nicht in größere Zusammenhänge stellen? Die Medien, die Gesellschaft, das Internet, Digitalisierung, Social Media. Ja, definitiv brauchen wir dazu die großen Zusammenhänge. Die Journalistik entwickelte sich aus der Publizistik und Kommunikationswissenschaft und sie nutzt in vielfältiger Weise die vielfältigen Erkenntnisse dieser größeren Wissenschaftsdisziplin. Die Publizistik und Kommunikationswissenschaft beschäftigt sich mit der medialen Durchdringung der Gesellschaft in vielen Lebensbereichen, Politik, Wirtschaft, Sport, Erziehung, Kultur und so weiter. Auch mit der Entwicklung und Digitalisierung der Medien und dem Wandel der Nutzung. Die Lasswell-Formel von 1948 bildet auf einen Blick wichtige Felder der Kommunikationswissenschaft ab und systematisiert die Kommunikationsforschung. Who says what, in which channel, to whom, with what effect. Dazu ein paar Beispiele. Who says beschäftigt sich mit den Einstellungen und Arbeitsweisen von Journalisten. What mit den Medieninhalten, mit den Meinungs- und Themenprofilen von Medien zum Beispiel. In which channel mit der Medienstrukturforschung, also zum Beispiel den Unterschieden zwischen öffentlich-rechtlichen und privatwirtschaftlichen Medien. To whom meint die Nutzungsforschung, also die Art der Mediennutzung, aber auch die Einstellungen der Nutzer, die Wünsche und Interessen von Nutzern. With what effect ist die Wirkungsforschung, also die Wirkung der Medien, die Wirkung des Journalismus auch auf Einstellungen, persönliche Merkmale von Rezipienten, aber auch auf die Gesellschaft insgesamt. Puh, eine Formel aus dem Jahr 1948. Passt das auch heute noch? Natürlich passt diese Formel für eine moderne Publizistik und Kommunikationswissenschaft nur noch zum Teil. Bewährt hat sich die Analyse in den 5 Bereichen. Aber aufgrund der Einfachheit der Formel nehmen wir viele Nachteile in Kauf. Zum Beispiel die Rückkopplungsschleifen zwischen einzelnen Kommunikationsprozessen, die Beziehungen, die es in vielfältiger Art hier gibt. Auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen werden nicht thematisiert. Oder nehmen Sie das Beispiel Social Media.
wer ist da Kommunikator, wer ist Rezipient, die Rollen wechseln praktisch ständig. Das heißt, wir müssen diese Formeln natürlich auch moderner anwenden und die Probleme dabei berücksichtigen. Der dritte Teil der Vorlesung heute widmet sich der Frage, was müssen Journalistinnen und Journalisten können? Was müssen sie in der Ausbildung lernen? Welche Kompetenzen brauchen Journalistinnen und Journalisten? Über eine erfolgreiche Ausbildung im Journalismus debattiert man seit mindestens 100 Jahren. Die Argumente dieser Debatte wiederholen sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Als der erfolgreiche Journalist und Verleger Joseph Pulitzer kurz nach 1900 sein Testament schrieb und damit 2 Millionen Dollar der Columbia University in New York vermachte und damit einen erfolgreichen Grundstein für die Gründung des ersten Journalistikstudiengangs dort legte, musste er sich vielfältigen Widerständen ausgesetzt sehen. In seiner Antwort verglich er wieder den Journalismus mit dem Arztberuf, mit der Medizin. Er sagte eben, Ärzte sollen vorher biologisches und chemisches Grundlagenwissen erwerben, bevor sie an die Patienten gehen. Und so ist es eben auch im Journalismus. Journalistinnen und Journalisten sollten sich eben mit den Medien zusammenhängen, mit der Entwicklung der Medien, mit Medienrecht, mit allen vielfältigen Aspekten beschäftigen, die nötig sind, um Grundlagen für ihren Beruf zu legen, bevor sie sozusagen aufs Publikum losgelassen werden. In Deutschland führen alles in allem vielfältige Wege in den Journalismus. Das kann einerseits zur Vielfalt in den Redaktionen beitragen, kann andererseits aber auch ein Ausdruck von mangelnder Professionalität sein. Im Gegensatz zu anderen Professionen wie der Medizin, der Justiz oder den Lehrberufen gilt der Journalismus als ein freier Beruf. Er ist in Deutschland nicht staatlich reglementiert, was auch auf die bitteren Erfahrungen der Diktaturen in der deutschen Geschichte zurückzuführen ist. In der modernen Demokratie sollte sich also der Staat nicht einmischen, sollte nicht sagen können, du darfst Journalist sein und du nicht. Junge Journalisten kombinieren heute vielfältig verschiedene Ausbildungsformen, Praktikum, Volontariat, Journalistikstudium, ein anderes Studium und basteln sich so die Kompetenzen zusammen, die sie für ihren Beruf benötigen. Auch wenn viele Wege in den Journalismus führen, schreitet die Akademisierung dieses Berufs voran und nähert sich allmählich der Situation in den USA an. In Deutschland, Österreich und der Schweiz haben gut 2/3 der Journalistinnen und Journalisten studiert, also ein abgeschlossenes Studium, und ungefähr 30-40% haben Journalistik oder Kommunikationswissenschaft studiert. Aber was müssen Journalistinnen und Journalisten denn jetzt tatsächlich können? Die nötigen Kompetenzen kann man mit einem Schaubild ganz gut erklären. Wir haben zunächst mal die Fachkompetenz. Das ist Wissen über die Medien insgesamt, über die Medienentwicklung, das Mediensystem, über Digitalisierung und Social Media, über Medienrecht und Medienökonomie. Dann die Sachkompetenz. Die Sachkompetenz könnte man vielleicht auch besser als Themenkompetenz bezeichnen. Sie ist in der Literatur aber als Sachkompetenz bezeichnet, weil es um die Sachen geht, um die Themen also, über die Journalismus berichtet. Also Ressortfachwissen über Politik, Wirtschaft oder vielleicht auch Wissenschaft und Medizin. Darüber hinaus gehört zum Sachwissen auch ein gesellschaftliches Wissen, also politische, soziale Zusammenhänge oder auch eine breite Allgemeinbildung. Zwischen Fach- und Sachkompetenz steht die Vermittlungskompetenz. Das heißt, Journalistinnen und Journalisten müssen die Darstellungsformen beherrschen, müssen mit Sprache umgehen und müssen natürlich auch das Storytelling für bildorientierte Medien, für Audiomedien, fürs Internet beherrschen. Darunter steht im Schaubild die soziale Orientierung. Damit ist die gesellschaftliche Verantwortung des Journalismus gemeint. Journalistinnen und Journalisten sollten über ethische Zusammenhänge Bescheid wissen, über die Grenzen von gutem und schlechtem Journalismus zum Beispiel. Das sind die drei klassischen Kompetenzfelder. Hinzu kommen inzwischen neue Kompetenzfelder, die man zunächst mal als Technik- und Gestaltungskompetenz bezeichnen könnte. Also das technische Wissen der Journalistinnen und Journalisten ist immer mehr geworden im Laufe der Zeit. Journalistinnen und Journalisten drehen Videos selbst, schneiden sie, nehmen Audio selbst auf, fotografieren selbst, brauchen Layout-Kenntnisse zum Beispiel, müssen darüber hinaus aber eben auch Gestaltungskenntnisse haben
für die einzelnen medialen Darstellungsformen. Als letztes ist die Organisations- und Konzeptionskompetenz hinzugekommen. Journalisten müssen über Redaktionsorganisation, über neue Redaktionsmodelle Bescheid wissen. Sie müssen immer wieder aber auch neue Formate auf Basis von Publikumsforschung zum Beispiel entwickeln und konzipieren. Sie sehen, dieses Schaubild ist recht komplex in seiner Gesamtheit und ich kann es in dieser Kürze auch gar nicht so detailliert beschreiben. Wir dürfen dieses Schaubild nicht missverstehen als eine Art Lehrplan für junge Journalistinnen und Journalisten, sondern man setzt letztlich in allen Ausbildungsformen immer Schwerpunkte, je nachdem, was man danach auch machen möchte. Wenn man Reporter werden will, braucht man andere Kompetenzen, als wenn man ein Redakteur am Newsdesk ist, der hauptsächlich organisiert und gestaltet. Wenn man zum Beispiel in Feldern arbeitet, in denen man investigativ tätig sein muss, muss man diese Techniken besonders beherrschen. Wenn man in anderen Feldern wiederum tätig ist, zum Beispiel im Wirtschaftsjournalismus, braucht man mehr Wirtschaftskompetenz, also mehr Sachkompetenz in diesen Feldern. Fassen wir also zusammen. Was ist Journalismus? Wie können wir Journalismus von anderen Medieninhalten und Medienaktivitäten unterscheiden? Journalismus recherchiert, selektiert und präsentiert Themen, die aktuell sind, also neu, faktisch und relevant. Er beobachtet die Gesellschaft, stellt Öffentlichkeit her und konstruiert dadurch eine gemeinsame Medienrealität. Diese gemeinsame Wirklichkeit bietet Orientierung in einer komplexen Welt. Was soll Journalismus? Aus Sicht einer normativen Demokratietheorie soll Journalismus Transparenz in die gesellschaftlichen Verhältnisse bringen. Zu seinen Kernaufgaben gehört Information, Kritik und Kontrolle und die Ermöglichung von Beteiligung möglichst vieler Menschen und Perspektiven an Öffentlichkeit. Dadurch wirkt Journalismus insgesamt an der Meinungsbildung mit. Seine Rolle in der Gesellschaft kann Journalismus nur gut erfüllen, wenn er professionell unabhängig ist. Was ist Journalistik? Die Journalistik ist die Wissenschaft vom Journalismus. Sie untersucht die Regeln und Arbeitsweisen des Journalismus und geht der Frage nach, was Journalismus leistet, wie er wirkt und unter welchen Bedingungen er dies tut. Wir unterscheiden zwischen dem Studiengangmodell Journalistik und dem Forschungszweig Journalistik. Beides wird integrativ in Theorie und Praxis vernetzt, etwa durch eine berufsorientierte Wissenschaft, die dem Journalismus auch nützliche Erkenntnisse zur Verfügung stellt, wie man innovativ arbeiten kann. Journalistik ist Teil der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, die als umfassende Wissenschaft die mediale Durchdringung aller gesellschaftlichen Bereiche analysiert und untersucht. Was müssen Journalistinnen und Journalisten können? Es liegt in der Natur der Sache, dass in pluralistischen, demokratischen Gesellschaften darüber kein Konsens besteht. Journalismus ist ein freier Beruf, das heißt, er ist nicht staatlich reglementiert. Wenn wir uns die Kompetenzen anschauen, dann gibt es verschiedene Dimensionen. Wir haben die Fachkompetenz, die Sachkompetenz und dazwischen die Vermittlungskompetenz. Die gesellschaftliche Orientierung meint einen ethischen Zugang zum Journalismus. Und neue Kompetenzen sind die Technik- und Gestaltungskompetenz und auch die Organisations- und Konzeptionskompetenz. Was meint ihr? Was ist für euch Journalismus? Was bedeutet der Schlüsselberuf für die demokratische Gesellschaft, für die aktuellen großen Debatten um die Corona-Krise, um Rassismus, um Klimakrise oder Migration? Schreibt es in die Kommentare unten. Und hier seht ihr die beiden nächsten Folgen der Einführungsvorlesung. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus, auf Wiedersehen.